Willkommen bei uns im Bauhaus-Workshop. Unser Badezimmer wird immer schöner. Unser Vorwandelement hat ein paar schöne Fliesen bekommen. Das heißt, wir können jetzt das Wand-WC ranhängen. Also wie immer, checkt erstmal, ob ihr alle Materialien, das ganze Werkzeug auch wirklich in richtiger Anzahl habt und alles am Platz ist, damit ihr später nicht irgendwas suchen müsst. Hier haben wir unsere Stutzen, die müssen wir noch auf Länge bringen. Vorher schmiere ich das einmal mit Gleitmittel ein, damit wir uns die Dichtung nicht kaputt machen. Und dann kommt ein großer Moment. Messen ist nämlich nicht so meins. Eins meiner zahlreichen Talente ist, dreimal abzuschneiden. Das ist überraschenderweise immer noch zu kurz. Ne? Ich vermute auch mal, dass Bleistift auf Schwarz ist schwierig. Ist schwierig, deswegen mal so, mache ich uns mal hier noch einen Crepe dran. Ja. Dann sehen wir nämlich auch, wo wir es markiert haben. Genau. Ich halte das mal einmal anders, auch einigermaßen. Das wird ziemlich gerade. Also, wir übertragen jetzt genau die Kante der Keramik auf diesen Crepe-Streifen, damit wir auch genau wissen, um wie viel Zentimeter wir das Rohr einkürzen müssen. Genau. Wenn das nämlich zu lang wäre, würde die Toilette zu weit oder würde gar nicht an die Wand rankommen. Wenn es zu kurz wäre, wäre Platz, damit was rausläuft. Und das ist besonders beim Abwasser nicht schön. Wäre nicht gut. Das Gleiche machen wir noch mit dem Stutzen fürs Zuwasser. Und dann geht's weiter. Markierung, alles klar. Tipptopp. Jetzt hier absägen, das ist ja viel zu kurz. Wir gucken jetzt erstmal, wie weit geht das Ganze ins Rohr rein, markieren uns das auch und die Differenz wissen wir, müssen wir später absägen. Genau, richtig. Vorher einmal ein bisschen Gleitmittel, denn da drin ist eine Gummidichtung und wir wollen nicht, dass die kaputt geht. Ganz wichtig, dass wir das wirklich bis zum Anschlag da auch reinstecken. Machst du einmal die Kappe schon ab, dass ich da gleich noch... Und damit sollte man auch wirklich warten, also bis zu dem Arbeitsschritt, diese Kappen hier rauszumachen, damit da natürlich auch kein Schmutz irgendwie unnötigerweise hineinkommt. So. So, und jetzt same, same, ne? Wasserwacke ran, schön anhalten. So. Da sind Sie, die Markierung. Genau, das ist der Abstand hier von der Keramik und der Abstand von der Fliese. Und ich messe jetzt genau den Abstand dazwischen. In dem Fall 5,8. Und dann nehme ich diesen Wert und übertrage den von dieser Außenkante hier nach oben. So. Und dann wissen wir genau, um wie viel wir dieses Rohr kürzen müssen. Sehr gut. Genau das gleiche Prozedere mit dem Abwasserstutzen nochmal. Hier haben wir jetzt unsere Keramikkante. Hier ist die Fliesenkante. Wir messen den Abstand zwischen den beiden. Ist in unserem Fall 2,5. Diese 2,5 cm, das ist die Länge, um die wir unseren Stutzen kürzen müssen. Also messen wir einmal von unten ab, setzen uns die Markierung und wissen dann, das ist das Ende, das wir abschneiden müssen. Ja, gut, dann machen wir das jetzt auch. Wir machen uns jetzt ans Ablenken. Dazu habe ich so eine Metallbügelsäge, deswegen tragt auch wieder eine Schutzbrille. Gut festhalten, ein bisschen Druck ausüben und dann können wir das ablenken. So, und das gleiche mit dem anderen Stutzen. Festhalten. Durch das Sägen ist ja ein Grat entstanden. Den werde ich jetzt mit dem Cuttermesser abschneiden. Und das alles ein bisschen mit dem Schleifpapier noch überarbeiten, damit da wirklich nichts mehr übersteht. Unser WC ist jetzt ausgepackt, liegt hier, bevor es an die Wand montiert werden kann, müssen wir uns aber noch um ein, zwei Sachen kümmern. Unter anderem um unsere Gewindebolzen, die müssen wir auf ein gewisses Maß bringen, reinschrauben oder absägen. Bei unserem WC ist es so, dass wir auf die Bolzen, die aus der Wand kommen, nochmal solche Kappen draufgeschraubt haben. Liegt einfach an der Installationsform, wir haben das so ein bisschen alles verdeckt, kommen einfach nachher Schrauben von oben rein und die müssen hier halt irgendwo greifen. Damit das Gegenstück zu diesen Kappen auch passt, habe ich hier schon einmal das Installationsset genommen, laut Herstelleranweisung einfach installiert. Ich ziehe das jetzt noch handfest an und dann können wir das schon drauf schieben. Es gibt natürlich auch noch andere Installationsformen mit Überwurfmutter oder ähnlichem. Das kommt aber darauf an, welches WC ihr gekauft habt. Ich werde jetzt die Schutzkappe auf
das Niveau der Fliese abschneiden. Das mache ich auch, bevor ich die Toilette montiere, damit kein Schmutz dahinter fallen kann. Kommen wir zur Schallschutzmatte. Auf jeden Fall zu empfehlen. Das verhindert, dass sich der Schall von der Keramik über die Wand überträgt. Da hat das ganze Haus was von und ist total easy zu montieren. Es wird einfach nur rüber gesteckt. Und dann kommt das WC drauf und am Ende schneiden wir einfach den Rand entlang. Und dann sehen wir es gar nicht mehr. Unsere gekürzten Stutzen müssen jetzt noch in die Wand. Dazu vorher wieder Gleitmittel auftragen, die alten entfernen, die Schutzkappen und dann einfach rein. Ich zeige euch das mal. Und hier auch wichtig, hier soll ja unser WC installiert werden. Auch das müssen wir wieder mit Gleitmittel versorgen. Ich halte an, du schraubst. Markus, ja, zeig deine Muckis. Ich habe noch extra eine Stunde mehr gegessen, damit das hinhaut. Das ist auch wirklich immer zu empfehlen, hier ein Vlies drunter zu legen. Ja. Mal so by the way, dass da wirklich auch keine Fliese kaputt geht, falls doch mal kurz was abrutscht. So. Kannst du ein bisschen mithelfen beim Einfädeln, weil ich sehe das nicht so richtig. Das sieht doch super aus. So, jetzt könnten wir noch mal gucken, ob es gerade ist. Ja. Perfekto. Also. Dann, ich schraube fest. Hier das Gewinde. Wichtig ist auch nicht gleich knallfest anzuziehen, sondern immer so nacheinander. Ja. Ich merke auch gerade, das zieht sich dann an die Wand ran. Ich mache jetzt die Dichtprobe. Dann trifft es sich, dass ich gerade hier unten bin. Ja. Gucken, ob was rausläuft. Markus, bist du bereit? Es gibt keine bessere Zeitprogramme. Komm, komm jetzt. Ja, und los. Nein, echt? Ja, super. Eine Trommel. Ich habe auch mir hier schon die Schrauben weggepackt. Ja. Auch da nur handsam, nicht bis es knackt. Und dann? Dann das Bedienelement. Das mal an. Auch hier wieder an die Angaben des Herstellers halten. Nicht vergessen, jetzt das Eckventil aufzudrehen. Oh, das wäre sonst bei der ersten Sitzung doof geworden. So. Ja! Ein randloses WC. Stark. Okay. Fast. Wir müssen noch Schallschutzmatte zurechtschneiden, silikonieren und dann? WC sitzt noch drauf und dann haben wir es wirklich geschafft. Dann ist wirklich durch. Ich habe mal was mitgebracht und vorbereitet. Wir ziehen jetzt unsere Silikonnaht. Wir haben euch dazu auch ein detailliertes Video gemacht. Da wird auf alle Arbeitsschritte einzeln eingegangen. Bei der Toilette ist zu beachten, die Silikonnaht nicht ganz rumziehen, unten ein kleines Stückchen freilassen. Falls es doch zu Undichtigkeiten kommt, seht ihr das da unten zuerst. Unsere Silikonnaht ist fertig. Wir sind im Badezimmer unterwegs, deswegen nehmen wir natürlich hochwertiges Sanitärsilikon. Das sieht ja alles soweit gut aus. Kathi, wenn du willst, kannst du mit der Sitzmontage beginnen. Die Montage vom WC sitzt auch wirklich easy. Diesen Kippdübel hier einfädeln. Dann festschrauben, aber ich werde die noch nicht ganz festziehen, hier die Schrauben, weil ich den WC-Sitz noch ein bisschen ausrichten möchte. Lampen drauf. Ich würde sagen. Perfekt. Markus, komm noch mal Probe sitzen. Warten erst mal ab, er muss sich absenken. So eine Absenkautomatik, der muss man auch Zeit geben. Ja, das ist. Das hat was Meditatives. Man muss die Kiste nicht hetzen. Das hier, die Toilette ist ein Ort der Ruhe. Das sollte man auch. Und? Oh, du. Ach,
Nie zu Hause. Sehr schön. Mhm. Das war eigentlich ziemlich easy. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da. Wenn ihr andere Themen behandelt sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann sind wir sofort durch. Tschüss, bis zum nächsten Mal beim Bauhaus-Workshop. Tschüss.